Hallo zusammen, heute werkel ich mal wieder ein kleines Layout in meinem Traveler's Notebook, das ich für meine Tochter mache. Dazu habe ich mir ein paar Sachen schon zurechtgelegt, und zwar habe ich hier mein Hip Kid Club Kit benutzt. Und zwar sind da hauptsächlich Sachen drin von der Carousel Collection von Maggie Holmes von Crate Paper. Ich habe hier ein relativ aktuelles Foto von meiner Tochter, wie sie gerade auf der Schaukel schaukelt. Und diese paar Sachen hatte ich mir schon dafür rausgelegt und die möchte ich gerne benutzen. Genau, ich benutze hier wieder diesen FCO Bastelkleber. Den finde ich gerade sehr angenehm zu benutzen, weil der das Papier kaum wellt oder gar nicht wellt eigentlich. Außer ich würde jetzt da richtig viel drauf machen, dann würde das sicherlich auch wellen, aber so eine kleine Menge Kleber reicht auch völlig aus. Genau, ich zerschneide das Foto an einer Stelle, wo es nicht so arg komisch aussieht, und verteile das hier über die beiden Seiten. Dieses Yay und die Blume sind aus dem Ephemera Pack von der Carousel Collection. Und dieses Folienteil, das benutze ich am Ende gar nicht, das habe ich mal geschenkt bekommen. Das war so eine Project Life Karte. Hier habe ich ein paar Enamel Dots, so glitzerige, also die ganz leicht nur glitzern, die eigentlich nur so einen Schimmer haben, benutze ich in diesem Rosa und in diesem Mint passend. Die habe ich bei AliExpress oder über AliExpress gekauft, genauso wie diese Herzen, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, wo die herkommen. Genau, hier ist nochmal dieses Ephemera Pack. Das hat so Glitzer-Applikationen mit drauf und die gehen auch ab. Also dieses Glitter fällt halt eben ab. Das mag ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ja, ich möchte es schon benutzen und gucke mal, dass ich das irgendwie immer mit einem Pinsel abmache oder so. Also ja, das stört mich schon irgendwie, wenn der Glitzer oder der Glitter von diesen Sachen immer abfällt. Ja, hier sind noch ein paar Sachen, die in dem Hauptkit dabei kamen. Wie diese Puffy Phrase Sticker oder Element Sticker. Und eben diese Hit Kit Club Puffy Letter Sticker. Da war ich erst ein bisschen skeptisch, wie die wohl sind, aber die sind wirklich total schön, ganz mattes Blau. So ein wunderschönes Blau, passt richtig gut zum Papier und hat auch diese so kleine wie Enamel Dots und diese Dreiecke dabei. Das gefällt mir richtig gut. Ja, wenn ihr vielleicht in Zukunft so Hit Kit Club Unboxing Videos sehen wollt, lasst es mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen, dann filme ich das für euch. Vielleicht filme ich auch noch das für das August-Kit und September-Kit. Mit denen habe ich jetzt gestartet. Also ich teste das jetzt mal aus. Ich habe mir schon lange diese Kits angeguckt und eben auch mit den Preisen mir das überlegt. Also es ist ja nicht so ganz billig. Beziehungsweise die Versandkosten sind relativ hoch. Ja, aber wenn man sich durchrechnet, was man alles bekommt, beziehungsweise, also, dass die Versandkosten halt, also es sind 14 Dollar ungefähr und sie werden nicht mehr, auch wenn man mehr bestellt. Also je mehr man bestellt, die Versandkosten werden nicht höher, obwohl das Paket schwerer wird, sozusagen.
lohnt es sich schon, weil die Produkte natürlich in den USA etwas günstiger sind als hier in Deutschland. Und ja, also wenn man nicht nur ein Kit bestellt, sondern vielleicht zwei oder drei, dann lohnt es sich schon. Ja, lasst mich doch einfach wissen, ob euch das interessiert, die Preise und mal so ein Unboxing-Video, dann drehe ich das gerne mal. Das Oktober-Kit kommt ja auch bald. Ja, zu meinem Layout, ich habe hier dieses Marabu Gold Spray aufgespritzt. Ich habe noch ein bisschen was da zum Foto dazu geschrieben und bin damit eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Thank you.